Johoho, moin Leute. Ja, hier sind wir wieder, Alex. Ich zeige euch heute mal wieder ein neues Spiel aus der Desura Games Reihe. Ein kostenlos zu erwerbendes Spiel bei Desura. Es heißt Zal dieses Mal. Play with Force, Field and Gravity. Das heißt, hier kann man, ich keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber man kann hier irgendwie mit solchen kleinen Kernen. Das Spiel besteht darin, dass man mit so einem kleinen Kern irgendwie um ein Hindernis drum schießt und dann wieder hier zu landen. Und das irgendwie darstellen soll, wie es so in der Natur zugeht, also im All und wie das da Play with Force and Gravity, was da so los ist. Und da stellt man dann hier irgendeinen beliebigen Winkel ein, dann saust das Ding hier los. Jetzt kracht es daneben. Man muss das irgendwie drum lenken. Und also ich habe von dem Spiel gerade eben nicht so richtig Begeisterung. So, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Kraft rein. Und dann denke ich, müsste das hinhauen. Oh! Da hat er nicht gelandet. Gut, aber ernsthaft habe ich hier keinen Bock weiterzumachen. Weiß ich nicht mal, wie man bis zur Stage 2 kommt. Oh, das ist Stage 2. Ach du Scheiße. Okay. Sehe ich das nur so oder nähern die sich an? Ja, tun sie. Das heißt, irgendwann ist es zu spät, oder? Nee. Nee, hat nur den. Das hat nur den Schein. Hallo. Jetzt probiere ich einfach mal noch ein bisschen. Also es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Zur Empfehlung weitergeben würde ich jetzt nur für jemanden, der Langeweile hat und irgendwie nichts Besseres zu tun hat und sich einfach mal an seinen, oh, jetzt wird sogar ein Tipp angezeigt, der sich einfach mal an seinen Rechner setzt und einfach mal irgendwelche sinnlosen Spiele Let's Play. Aber ernsthaft, zurzeit bin ich das ja, obwohl ich das eigentlich nicht geplant hatte. Hier euch so ein sinnloses Spiel zu zeigen, aber ich habe halt schon hier dieses Wuzzle oder wie das hieß, das war auch schon so ein Griff ins Klo, was ich euch mal gezeigt hatte, weiß ich noch, auch so ein Desura Spiel gewesen. Das probieren wir das mal, jetzt ist er, jo, Level 3, gut, machen wir das Level 3 noch, falls wir das noch hinkriegen, aber auf jeden Fall ist das wieder so ein Griff ins Klo gewesen. So, ich wollte doch jetzt zu Level 3. Na toll, muss ich das nochmal erreichen oder was? Na toll. Gut, auf jeden Fall bringt es gerade eben überhaupt nicht. Ist das geil. Das ist nochmal. Also, ich glaube nicht, dass sich so irgendwelche Sachen im All verhalten würden. Aber gut. Kommt noch richtig geile Chillout-Mucke im Hintergrund, also. Das Ideale für irgendwelches Scheißwetter. Heute ist ja Scheißwetter. Da kann man ruhig schon mal so einen Scheiß spielen hier. Bäm. So, dann gehen wir mal zu Level 3. Ach, du Heimatland. Machen wir mal irgendwas. Ey! Das ist One-Hit hier. Ein One-Hit. Gut. Aber da ich jetzt keinen richtigen Bock habe hier, ich werde nochmal noch ein paar weitere Desura-Spiele Let's Playen, aber ich sage euch ernsthaft, Cell kann ich euch gleich als D-Empfehlung geben, wie sagt man das eigentlich? Eine Empfehlung im Negativen auf jeden Fall. Wie ihr es merkt, meine Begeisterung ist sehr hoch bei diesem Spiel hier. In Klammern nicht, also ein klares Nein. Gut, das war's vom Alex. Bis zum nächsten Mal. Das war's hier mit Cell.